Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Fathers Frontier hier auf unserem Kanal. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie sich Dunketal in seinem dritten Jahr macht. Also, ich bin am Überlegen, ob ich noch ein Vergleichsvideo, also eine Vergleichs, Ding hochlade, eine Vergleichssiedlung, die nicht im Pazifisten-Modus gestartet ist. Aber dass ich die vielleicht schon mal so ein bisschen aufbaue vorher, dass wir nicht wieder so viel Folgen haben zum Hochladen vorher, bevor wir hier irgendwas passiert. Aber jetzt gucke ich erstmal, wie sich hier so das Game entwickelt. Was können wir denn jetzt machen? Eigentlich nicht viel, ne? Jährliche Steuern eingenommen. 37 Goldbahnen im letzten Jahr eingesammelt. Erhöhe die Anzahl der Steuer erhebenden Gebäude, um mehr jährliche Steuern zu generieren. Okay. Kann ich jetzt eigentlich das Stadtzentrum verbessern? Ja, könnte ich, wenn ich Holzbretter hätte. Okay. Das heißt, ich brauche Holzbretter dann definitiv. Aber jetzt sollen die erstmal den Schuster fertig bauen. Weil sonst könnte ich eventuell ein Problem haben. Auf kurz oder lang. Weil halt meine Leute irgendwann. Es werden immer weniger, die Schuhe haben. Die haben gar keine Schuhe, ehrlich gesagt. Hier läuft es sehr gut mit dem Fischfang. Das finde ich schon mal sehr erfreulich. Und wenn jetzt diese blöde Acker endlich mal fertig ist, den könnte er dieses Jahr fertig schaffen. So, dass wir direkt am Anfang bebauen können, eventuell. Mal gleich mal gucken. So, da ist auch noch eine Jägerhütte. Und für euch sollte es eigentlich genug Rehe geben, dass ihr die irgendwie zu zweit erledigt. So. Das könnt ihr mal abbauen. Ich will auch langsam hier hinten an die Tongrube ran. Kann ich dann da schon was bauen? Tongruben? Nein, die kann ich bauen erst, wenn ich eine Wagenwerkstatt habe. Und ein Stadtzentrum gibt es hier. Und die Wagenwerkstatt kann ich erst bauen, wenn ich das Stadtzentrum habe. Ja gut, das heißt, fällt jetzt alles mit dem Stadtzentrum. Steht und fällt alles, sagen wir mal so. Jo. Oh, natürlich gewittert es schon wieder. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit Gewitter. Die ganze Zeit gewittert das bei mir irgendwie. Ganzen Bäume müsst ihr wegmachen. Oh, Feldfrüchte bereit zum Anbau. Ja, dann gucken wir uns das doch gleich mal an. Wir haben hier Unkrautniveau von 85. Das heißt, müsst jetzt erstmal den Acker pflegen noch ein bisschen. So, wir sehen auch hier, wir sind schon hier mitten in der Fruchtfolge drin. Da müssen wir gerade mal gucken. Auswirkungen auf den Ertrag. Ja, so allgemein. So. Ah, hier kann ich die wieder entfernen, übrigens, wenn man sie verklickt. Ich bin, glaube ich, weil hier die ein bisschen besser Hitze geeignet sind, weil bei mir jetzt erstmal der Sommer kommt. Ich glaube, das ist ganz gut. 247 von 476, das ist okay. Tust du nicht erstmal wieder den Acker bearbeiten nach dem Winter? Dann machen wir Bohnen und dann gibt es wieder Feldbearbeitung.
Steckrüben sind zuverlässige Felsfrüchte mit mäßig hohem Ertrag an Wurzelgemüse, das sich gut lagern lässt. Steckrüben wachsen sehr schnell, sind frosttolerant und gedeihen auch auf durchschnittlichem Boden gut. Steckrüben tolerieren die Krankheiten besser als die meisten anderen Felsfrüchte. Ja, machen wir mal im dritten Jahr Steckrüben. Kann ich da noch was dazu machen? Ne, kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal mein Feld. Mal gucken, wie gut wir damit auskommen. Wie weit uns das bringt. So. Das hier wird jetzt fertiggestellt. Das ist natürlich sehr gut. Bin ich schon soweit fertig. Genau. Er macht unsere Schuhe. Vierhundert Fleisch, 8 Felle. 16 Teig. Ich bin gespannt, wie viel das jetzt wird mit dem zweiten Jäger. Ah, hier, das kann ich jetzt sammeln, oder? Ja, nur wenn ich einen Sammler in der Nähe hätte. Und ich glaube, ich kann deinen Radius nicht so weit weglegen, oder? Doch, kann ich. Okay, dann hol mal die Eier hier. Bitte. Ja, toll, Eier hätte ich schon gerne. Aber nur ein Nest, was ich hier so sehe, ne? Und auch hier sonst nichts wirklich Interessantes. Mal, dass wir noch ein paar Häuschen bauen. Häuser, Häuser, Häuser. Ich glaube, wir können auch langsam hier mal unsere Straßen ein bisschen ausbauen. Bessert die mal. Klar, kosten uns zwar einige Steine, aber dann laufen die Leute auch ein bisschen schneller. Ein neuer Dorfbewohner wurde geboren. Holt. Okay. Ich habe jetzt eigentlich wie viele Dorfbewohner? Ich habe 19 Erwachsene, 9 Jugendliche und 7 Kinder. Also ich habe schon 7-mal Nachwuchs bekommen. Das ist eigentlich schon ein sehr guter, hoher Wert, würde ich jetzt mal behaupten. Vorstehende Hitzewelle, oh nein. Die Winde sind abgeflaut und es herrscht eine schwüle Hitze, die wochenlang andauern kann. Stell sicher, dass die Siedlung über ausreichend Wasserversorgung verfügt. Denn die Dorfbewohner werden mehr Wasser aus den Brunnen schöpfen müssen. Feldfrüchte können Schaden nehmen, besonders hitzeempfindliche Pflanzen. Was habe ich denn dieses Jahr gepflanzt? Ich hatte, glaube ich. Na, die sind nicht hitzeempfindlich, Gott sei Dank. Als hätte ich es gerochen. Als hätte ich es gewusst, dass wir jetzt eine Hitzewelle bekommen. So. Das ist doch schon mal sehr gut, das finde ich. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt die hitzebeständigen Pflanzen angepflanzt habe. Und Brunnen haben wir eigentlich ziemlich genug, denke ich. Ich könnte mal noch einen bauen. Ich meine, man kann nie genug Wasser haben. Machen wir mal hier so hin, so, dass sie halt immer nicht so weit laufen müssen. Die bauen hier. Das dauert natürlich auch ein bisschen, weil die erst die ganzen Steine rankarren müssen. Auch erstmal abbauen müssen. Essen schaut okay aus. Wir hier den Stein noch abbauen. Auch noch Steine. Also ich muss sagen, ich glaube, so langsam gehen mir auch die Steine aus als Ressource.
wird verbessert. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel das bringt. Also ich will so nach und nach will ich jetzt auch die ganzen Straßen hier alles verbessern, also so auf die nächste Stufe langsam heben. Und natürlich das hier, aber das ist halt, die 40 Holzblätter müssen halt erstmal gemacht werden. Ich könnte vielleicht mal unseren Brennholztypen wieder ein bisschen in die Sommerpause schicken, sagen wir mal so. Aber jetzt haben wir hier auch Temperatur extrem heiß mit einer leichten Brise, also wird uns auch wirklich angezeigt, dass es sehr warm ist gerade aktuell. Hier die ganzen Steine absammeln, weil wir die auch brauchen. So, jetzt eigentlich die Eier hier schon eingesammelt. Ja, dann kann ich deinen Radius wieder ändern. Weil die Eier werden so schnell nicht wiederkommen. Kannst du weiter in dem Bereich bleiben erstmal. Hier die Kräuter und so absammeln. Brauchen wir auch. Bin wahrscheinlich für die Gesundheit da. Und 20 Räucherfleisch sind uns verdorben. Online. Es dauert echt lange, bis Räucherfleisch wahrscheinlich verdirbt. Aber die sind uns echt verdorben. Schade, schade. Wir haben ja jetzt auch Gold. Wir könnten jetzt langsam mal so dekorationsmäßig vielleicht mal was bauen. Ein Gartenweg. Das macht natürlich das ganze System hier ein bisschen attraktiver, ne? Damit würden wir ein bisschen Attraktivität hier reinbringen. Das, was wir eigentlich auch brauchen. Kleiner Garten. Okay. Was machen wir denn da? Mittlerer Garten. Das können wir eigentlich mal hier bauen. Kostet 20 Gold, ist aber okay. Haben wir hier einfach mal so einen kleinen Garten gegenüber vom Markt und ich glaube, das finde ich eigentlich ganz schön. Was brauche ich eigentlich bei dir zum Verbessern? Backsteine, Goldbahn und Holzbretter. Ja, das ist okay. Es wird halt alles noch ein bisschen dauern. Bis ich da mal so weit bin. Da sieht man auch immer hier Attraktivität, was Attraktivität hoch macht. Gibt es, glaube ich, nicht so viel, oder? Doch, der Markt, der Friedhof ist neutral. Das hier ist halt alles so, was die Attraktivität auch ein bisschen hoch macht, aber da komme ich noch nicht dran, teilweise. Finde ich ein bisschen schade, aber. Was soll ich machen? So. Da komme ich auf alle Fälle wieder auf den Fischfarm hinzu. Aber ich sehe hier noch nicht wirklich was. Ich weiß, dass das Eisenerz hier oben irgendwo war. Das heißt, ich sollte langsam mal schauen, dass ich auf alle Fälle in die Richtung hier weiter ausbaue. Ich muss hier so den Weg lang ziehen, dass ich vielleicht mal langsam etwas von der Gegend sehe. Verdorbene Nahrung, 22 Bären und Räucherfleisch. Ja, es tut mir leid, Leute. Ah, hier kommen langsam die neuen Straßen. Die schauen ja eigentlich ganz hübsch aus. Hier haben wir unseren Kohl. Das meiste Problem, warum wir eigentlich so wenig Pflanzen haben, also so weniger Ertrag als haben können, ist natürlich A, die Fruchtbarkeit und B, das Unkrautniveau. Man muss das Feld immer wieder mal pflegen, weil sonst hat man echt Unkrautprobleme. Unkraut und Felsen. Ist sicher eigentlich ganz viel. Ja, Blattgemüse, nee, das ist Blattgemüse. Kohl. Ja, das ist wahrscheinlich der Kohl.
Aber wir haben auf alle Fälle für über ein Jahr Essen. Das ist schon mal sehr schön. Und meine Räucherei eigentlich noch hinterher hier. Ja, es geht. Ich habe nicht so viel Fisch und Ding. Das ist okay. Ein neuer Dorfbewohner wurde geboren. Ara. Wieder ein Mädchen, wenn ich das richtig sehe. Und vier neue Dorfbewohner sind eingewandert. Das ist doch auch sehr schön. Jetzt brauche ich bloß noch die 40 Holzblätter hier und dann können wir das alles endlich mal verbessern und dann auch mal andere Sachen bauen, wie zum Beispiel Schulen und sowas. Ah, ne. Können wir das letzte Stück vielleicht wieder wegmachen? Ich will das, glaube ich, so gar nicht haben. Könnte das höchstens so vielleicht mal machen. Mal langsam hier so diese Wege anlegen, dass ich langsam auch mal hier was sehe, was es hier noch so gibt. Hier kommt auch wieder Blattgemüse. Hier ist Eisenerz. Hier ist Eisenerz. Da ist auch Eisenerz. Okay. Und auch wieder Rotwild. Also Rehe. Rehe. Jetzt haben die hier diesen Garten gebaut. Das ist cool. Den kann ich dann auch wieder verbessern. Ganz ehrlich. Richtig irgendwie. Kann ich gar nicht wegmachen, ne? Schade. Ja gut, Dekoration. Was können wir hier eigentlich noch alles veranstalten? Kleine Gärten, klar. Was kosten die eigentlich? Kosten die, was kosten die? Wir haben einfach mal so drei Stück hin. Einfach so. Um mal zu gucken, was das so bringt. Hier sind auch wieder verdorbene Nahrung, Eier und so. Schade. Gemüse und Beeren, also Eier sind jetzt alle verdorben, die wir eingesammelt haben. Schade, hat also nicht wirklich was gebracht. Ja gut, woher soll man das wissen, ne? Das hier könnt ihr auch mal noch verbessern, dann ist der Weg mal komplett fertig. Mal hier diese Wege langsam verbessern, alles so ganz. Lager dieses Gebäudes ist voll, heißt. Ach, okay. Du hast genug Bögen hergestellt. Das ist ja okay. Dann mache ich bei dir erstmal einen Arbeitsstopp rein. Aber du hast ja zwei neue Bögen gemacht. Das ist auch okay. Ganzen Steine abbauen. Noch ein Steine. Nicht nur Holzi, Holzi, auch Steine.
Es geht halt alles so langsam manchmal voran. So hier, der ist eigentlich nie untätig, aber manchmal kommt die Sägegrube nicht nach. Ich glaube, ich werde mal irgendwann noch eine zweite bauen. Du kannst langsam deine Arbeit wieder aufnehmen. Wir brauchen jetzt wieder Holz, definitiv ganz viel Holz für den Winter. Ach nee, das mach mal weg. Jetzt braucht ihr gar nicht anfangen zu bauen. Müssen wir das mal noch angucken, was das bringen soll. Schrein. Eieiei. Jetzt sind hier diese Gärten. Das ist eigentlich ganz cool. Wird einfach die Attraktivität, aber so. Ich finde auch cool, dass die ein bisschen unterschiedlich aussehen, wenn ich das richtig sehe. Cool gemacht, definitiv. Die Bäume hier will ich auf alle Fälle stehen lassen und die Jägerhütten, weil ich finde, Jägerhütten sollten schon bei Bäumen stehen. Verteidigungsanlagen brauche ich eigentlich, wie gesagt, nicht. Lager habe ich. Biotop habe ich auch. Wie schaut es denn hiermit aus? Das Jahr ist beendet. Beete-Ernte. Ja, gut. Wir haben zwei neue Kinder bekommen, gleich zwei. Ah ja. Und Kami. Wieder zwei Mädchen. Und fünf neue zugewanderte Dorfbewohner. Das ist cool. Ja, so werden wir stetig, stetig mehr. Also, jetzt haben wir da bald die 50 geknackt. Also, es ist halt eher so ein langsames vor sich hinbauspiel. Ich mag's, ich find's cool. Aber ich weiß noch nicht, inwiefern oder wie schwierig dieser Modus wird, um Sachen zu verteidigen. Ob ich hier oben irgendwo noch mal so einen kleinen Acker anlege. Mal gucken. Muss mal schauen. Also jetzt muss ich hier erstmal hier klarkommen. Ich würde den Acker nämlich eigentlich schon gern anlegen, da wo ich auch genug Platz habe. Echt die Attraktivität bringen von ein paar Gebäuden. Gartenweg. Nicht immer so viel kosten würde teilweise, ne? Aber es muss ja sein. Es kommt hier langsam wieder der Winter. Der Winter kommt. Winter is coming. Die angelt noch. Oder er. Er angelt. Walfried. Aber mir ist noch keiner gestorben bisher. Ich habe aber mittlerweile zwei Senioren. Ach, die werden auch aufgelistet. Das ist cool. Ja.
Also ich habe 10 Leute, die nicht arbeiten können von meinen 48. Das ist aber okay. Ich meine, es gibt ja Kinder und alte Leute, die einfach nicht mehr können, so wie sie wollen. Das passiert nun mal. Da kann ich jetzt soweit nichts ändern. Die Ressource könnt ihr auch abbauen. Stein. Nicht überall das Holz rum. Warum lasst ihr denn das Holz hier einfach liegen, Leute? Wirklich wahr? Oh Gott. Immer das Zeug liegen lassen. Das ist richtig anstrengend manchmal. So. Ja, das liegt jetzt gerade aktuell brach. Der Boden ist auch so, naja. Müssen wir halt mal gucken. Wie das mit dem Acker jetzt alles genau abläuft. Produzierte Materialien Talg. Ach so, ja. Aber also mein Geldbetrag geht schon ziemlich hoch. Also ich muss mir, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn ich mal eine Schule baue. Weil ich gesehen habe, dass gewisse Gebäude, sowas wie, ja, wo haben wir es? Annehmlichkeiten und Dienste, sowas wie Heilkundehaus und eine Schule und sowas, die kosten schon, also die kosten nur den Bau, aber das Heilkundehaus hat monatliche Betriebskosten, genauso wie der Rattenfängerhaus. Aber jetzt muss ich erstmal hier das hier gleich verbessern, wenn ich hier mal. Das kann ich mal hier noch. Soll ich das irgendwie pausieren? Ich will jetzt erst die 40 Holzbretter für das hier fertig haben. Wenn der dann mal 40 Holz mit auf die Reihe bringt hier. Ah, die Produktion ist manchmal so langsam. Es stört nicht das Gameplay, aber es macht es ein bisschen schleppend tatsächlich. Wenig Fernkampfmunition, ja. Der hat hier doch Lager voll, also du musstest dir doch nur abholen lassen. Jäger. Ah ne, du wirst schon beliefert, glaube ich. Ich sehe da schon jemand springen mit einer Schubkarre. Aber du hast 450 im letzten Jahr gemacht und du? 500. Also die gehen sich anscheinend echt nicht im Weg um. Stattdessen profitieren die halt davon. Weil halt da so viele Tiere sind. Ich finde auch gut, dass mein Friedhof noch nicht gebraucht wurde, aber ich habe ihn schon mal gebaut. Bin gespannt, wenn Leute sterben, ob man irgendwas machen muss, dass, ob die hier landen oder ob das automatisch passiert. Keine Ahnung. Mal gucken. So. Habt ihr jetzt 39 Holzbretter? Na komm, eins noch. Und er hat jetzt seine Munition bekommen. Das ist auch schon mal sehr schön. Das wird doch. Das wird doch. Ich glaube, ich sollte langsam mal eine zweite Dings bauen. Zweiten Holzmacher. Ich glaube, einer ist langsam zu wenig. Weg auch direkt hin. Sie haben die 40 Bretter. Das heißt, ich verbessere jetzt definitiv. Und damit sind wir im Start vom vierten Jahr mit einem verbesserten Dings. Also ich habe jetzt echt 3 Jahre gebraucht, bis ich alle Materialien zusammen hatte, die ich benötigt habe, um das hier zu verbessern. Das ist viel Zeit. Wir haben wieder einen neuen Dorfbewohner im Namen Ferros. Ich habe drei neue Zuwanderer.
Und wir sind im vierten Jahr. Das ist immer noch derselbe Spruch. Auf die vergangene Zeit, mein Freund. Auf die vergangene Zeit. Ein Schluck auf die Erinnerung an die vergangene Zeit. Also ja. Also es zieht sich. Aber es macht irgendwie immer noch Fun. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie teilweise wirklich echt lange brauchen, bis was kommt. Aber ich bin jetzt gespannt, wie sich das Leben entwickelt, dadurch, dass wir diesen Dorfplatz dann ausgebaut haben, also dieses Gemeindezentrum, Rathaus oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Und ich bin gespannt, wie da sich dadurch das Leben verändert, ob jetzt da noch ein paar Sachen freigeschaltet werden, weil ich glaube, ich habe gesehen, dass sich Krankheiten und so nicht bilden, solange man das nicht hat. Weil man kann ja auch kein Heilkundehaus und nichts bauen. Also ich bin jetzt gespannt, inwiefern die Dorfbewohner sich jetzt auch aufregen werden, weil sie dies und das an Luxusgüter jetzt erwarten, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, es zu bauen. Und ich bin auf alle Fälle gespannt. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.